Ja, servus hier, Tabak und Pfeifengenießer hier auf YouTube und Kochfreunde. Gell. Wir haben ein herrliches Wetter heute. Ist Sonntag. Das Video werde ich aber erst am Donnerstag einstellen, gell, kurz vor Ostern. Und ja, haben wir gedacht, jetzt raus, gell, es ist angenehm. Ostern soll es ja nicht so schief werden, das Wetter. Rauchen tue ich gerade aus meiner Faun Luxus, ist das, ist eine ältere Faun von mir. Ein Tabak, den haben wir selber gemischt. Gell. Und zwar habe ich da gleichen Anteil Clan und die Brockfeed Nummer 1. Gell. Also gleiche Anzahl gemischt. Und das schmeckt hervorragend. Gell. Hast so die leichte Zitrusnote vom Brockfeed mit drinnen. Und Kleine Aromatik hat ja ein bisschen, aber ganz wenig Latakia. Und das schmeckt mir eigentlich ganz gut. Gell? Die beiden Tabak sind ja sehr gut zum Mischen geeignet. Ja, was gibt's da? Kochen wollen wir heute ein bisschen was. Gell? Und zwar nehme ich heute mal wieder was auf den Grill auf, und zwar aus dem Dutch-Ofen. Und da machen wir heute ein Brauhausgulasch. Also, habe ich öfter gemacht, schmeckt mir, da kommt der ganze halbe Bier mit rein und wird aus Schweinefleisch gemacht. Manche, ich weiß das, manche nehmen da Rindfleisch, da gibt es auch wieder verschiedene Rezepte. Jeder macht es jetzt so, wie es ihm am besten schmeckt. Wir nehmen immer Schweinefleisch dazu. Und das ist mir vom Metzger gekauft, gell, weil da hat mich der Dirk von Freiberger TV jetzt bei aufmerksam gemacht, dass ich Fleisch einmal vom Supermarkt hergenommen habe. Ja, hin und wieder machen wir das auch, gell? Aber in der Regel kaufen wir unser Fleisch schon beim Metzger. Aber wenn es halt einmal pressiert, was kochen wir halt, keine Ahnung, was weiß ich, dann nimmt halt jeder einmal was vom Supermarkt mit, gell? Also ist ja auch nicht so schlimm, gell? Aber ich schaue schon auch auf die Qualität des Fleisches, ja. Aber deswegen bin ich ja nicht bestürkt, gell? Du als Metzgermeister und Fleischfrilli musst da ja was sagen dazu, gell? Verstehe ich auch ganz klar. Passt schon. Ja, Stringer habe ich auch was da. Mal ein schönes Franziskaner Hefeweißbier eingeschenkt. Laut der Ratschen ist der Schaum schon ein wenig zusammengefallen, gell? Aber das macht nichts. Prost auf euch. Oh. Wunderbar. Und jetzt fangen wir das Kegeln an. Auf geht's. So, was brauchen wir jetzt alles für unser Brauhausgulasch? Wir brauchen Butterschmalz, wir brauchen Paprika, Edelsüß, Salz, Pfeffer, dann Schweinegulasch, Gätürk, diesmal von der Metzgerei, gell, mein Freund. Dann brauchen wir Gemüsebrühe, Tomatenmark, Senf, dann nehme ich einen Schafen her. Dann brauchen wir Karotten, gerieben, Zwiebel, Knoblauch, da habe ich drei, also wer weniger macht, tut halt weniger rein. Dann ein Schmand, dann brauchen wir ein gutes Bier, in dem Fall nehme ich das Palana Hell her. Das Weißbier ist für mich, das trinke ich beim Kochen. Gell? So, mehr braucht es da eigentlich nicht. So, dann lassen wir unser Butterschmalz hier schmelzen und dann kommt das Fleisch dazu. So, jetzt haben wir unser Fleisch rein. Wir werden das scharf anbraten. So, nachdem das jetzt schon leicht angebrannt ist, da haben wir jetzt Salz und Pfeffer drauf. Lassen Sie noch ein bisschen anbräunen. Ein bisschen braucht es noch. So, nachdem das jetzt hier anbräunt ist, machen wir unsere Zwiebeln. Und den Knoblauch rein.
auch unsere Karotten. Das hat schon wieder zum Duften. Mischen, ein wenig anschwitzen lassen. Dann kommt unser Senf rein. Tomatenmark. Paprika. Alles wieder schön durchrühren. Jetzt kommt unser Banane ins Spiel, gell? Da muss ich ablöschen. Ein wenig einkochen lassen. So, nachdem das Bier ein bisschen eingekocht ist, kommt unsere Gemüsebrühe drauf. Die genauen Mengenangaben, gell, die schreibe ich euch wieder in die Infobox rein. So, und jetzt kommt der Deckel drauf. Dann lassen wir das einmal eine Stunde bei 180 Grad im Grill. So. Jetzt habe ich eine Stunde Zeit, gell, bis das Gulasch fertig ist. Und da lassen wir natürlich mal Weißbier schmecken. Prost auf euch. Ja, was ich euch noch sagen wollte, ich habe jetzt die mittleren Brenner ausgemacht, also bloß noch linker, rechter Brenner indirekt und 180 Grad. Gell. Ach, herrliches Wetter, jetzt wird es schon warm. Gell. Mensch, bin ich froh, wenn der Frühling kommt, die glaube ich auch, oder? Ja, ein Weißbier. Wäre mir noch genehmigen, meine Liebe. Wow, wunderbar. Aber ich sage euch, da kommt der Duft entgegen. Das ist der Wahnsinn. Ja, aber es braucht jetzt schon noch. Dreiviertel Stindl braucht es noch. Ja. Wie geht es mit meinem Kanal weiter, Freunde? Ihr wisst ja, ich habe viele Themen und gerade ist auch das Biertesten. Ich habe wahnsinnig viele Biere zum Testen bekommen. Gell. Ich glaube, da sind immer nur 7 oder 8 Biere da, die was ich testen muss. Die Woche ist auch erst wieder was gekommen aus dem Bayerischen Wald. Gell. Jetzt ist aber so, wenn ich in der Woche 2 oder sogar 3 Biertestings mache, ich glaube, dass das langweilig wird. Gell? Also das wäre sogar mir zu langweilig. Nicht, dass mir das nicht, was ausmacht, dass ich einen Biertest gehe, ganz im Gegenteil. Aber ich will nicht so viele Biertestings einstellen, weil das, wie gesagt, langweilig wird und auch für mich langweilig. Und ich mache ja Videos, dass es mir Spaß macht. Gell? Und nicht einfach damit ich ein Video mache. Es muss mir ja schon Spaß machen. Also werden diese Biere, was ich bekommen habe, auf alle Fälle vorgestellt. Gell? Also das, weil da möchte ich mich auch bei jedem Einzelnen bedanken, der mir da was zukommen lässt. Aber habt ein bisschen Geduld, bis dran kommt, weil zu viel hintereinander, wie gesagt, will ich nicht machen. Gell? Die Themen gingen mir sowieso nie aus. Ja? Und dann soll es eben nicht langweilig werden mit dem Biertesten. Gell? Oh, wir haben jetzt nochmal ein frisches Weißbier geschenkt. Kurz bevor das Essen fertig ist, melde ich mich natürlich nochmal. Gell? Also.
So, eine Stunde ist jetzt vorbei. Schauen wir mal rein. Oh ja, das ist schon gut aus. Boah, da kommt ein Duft raus, Leute. Ich sag's euch. Wir haben ein bisschen einen Schmand mitnehmen. So, ja, da nehme ich schon fast einen halben Becher. Ich denke mal, ein bisschen ein Soßenbinder wäre ich auch noch nicht. Dass es ein bisschen dicker ist. Aber das Fleisch ist auf alle Fälle fertig. Wunderbar. Die Achtung riecht man oben, machen wir ein Fehlerbild. Tja, und da habe ich mir jetzt einen schönen Probierteller hergekriegt. Da testen wir das Ganze mal, gell, wie das schmeckt. So, dann testen wir das Ganze mal. Gell. Butterweich. Die Soße mit den Zwiebeln, gell. Und das leicht säuerliche durch den Schmand, gigantisch. Brachas-Gulasch. Der Knoblauch, wow, kommt gut durch. Kennt ihr natürlich auch weniger hier, gell? So, bei uns gibt es jetzt da Salzkartoffeln dazu. Das werden wir jetzt mit der Evi kurz schmecken lassen und dann melde ich mich nochmal zur Nachspeise, gell? Also, später. Boah, sag's euch, richtig voll jetzt, gell? Bautzi ist voll. Oder Ranzen ist voll, wie wir in Bayern sagen. Jetzt genieße ich da draußen bei dem herrlichen Wetter noch heute am Sonntag mein Tabak, mein selber gemischten. Die Pfeife habe ich gewechselt, jetzt habe ich die schöne Dennis Tonti Liverpool, die hat er mir mal gebaut, gell? Und das ist, falls jemand interessiert, die 58 F17. Dennis, falls du das Video siehst, kannst du dich bestimmt daran erinnern, gell, dass du bei dir gebaut hast. Klasse Rauchgerät. Ja. Und da braucht man natürlich auch was zur Nachspeise, gell. In dem Fall haben wir jetzt einmal einen doppelten Schlieber nicht da, weil ich habe natürlich bei dem Essen noch ein bisschen nachgewürzt, gell. Ich habe es euch ja schon mal gesagt, Evi vertragt es nicht so scharf, aber ich habe jetzt da am Tisch schon einmal kräftig Chiliflocken reingehauen. Auch nachgesalzen, nachgepfeffert und ein bisschen ein scharfes Maggi rein da. Ja, das war jetzt genau mein Gusto, gell. Also das müsst ihr halt selber schauen. Und die Mengenangaben, die ich euch da unten in die Infobox rein da, ist halt so, wie man es normal macht. Aber würzt es euch so, wie es euch am besten taugt nachher noch, gell. Also, Prost auf euch. Oh, die hat schon lange abgekommen, der Schlieber. Wunderbar. Das war's jetzt wieder für heute, gell? Ich danke mich fürs Zuschauen und frohe Ostern. Lasst es euch gut gehen. Und kann sein, dass bei mir jetzt einmal 10 Tage Pause ist oder was, aber ihr wisst ja, bei mir geht es immer weiter, gell? Also, bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.